Das war das schönste Opening aller Zeiten. Das war das ich längste. Ich wusste gar nicht wie lange du deine Stimme halten kannst. Da wäre schon noch was gegangen. Wunderschön. Ja, du, mein Lungenvolumen ist voll vorhanden. Du bist topfit, wie es scheint. Okay, ja. Wir können das jetzt als Challenge machen, dass das Begrüßungs-Daniel von Woche zu Woche noch mal länger wird, um 5 Sekunden, Gott. Okay? Um 5 Sekunden. Das Ziel ist dann, dass der halbe Podcast nur noch aus diesem Wort dann besteht. Aus diesem oh, fuck. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Aber na, schön, dich zu sehen. Und du siehst mich ja besonders scharf. Du musst ja kurz deine neue Errungenschaft unseren Hörern hier im Chillcast mitteilen, bitte. Ich sehe dich so scharf, weil du scharf bist. Na. Das wäre aber jetzt nichts Neues, ganz ehrlich. Voll das nette Kompliment an einen Mittwochmittag. Meine Augen sind neu. Die sind neu gelasert, die sind frisch. Großes Shoutout an meinen Arzt. Ich habe vergessen, wie er geheißen hat, aber ich kann euch sagen, wie er ausgeschaut hat. Jetzt, wo die Augen neu sind. Und ich bin sehr zufrieden. Ja, das ist so gut. Sie haben nicht geblutet. Sie haben nicht geblutet. Weil das war ja unser Ausstiegssatz letzte Woche. Die Augen könnten bluten. Ja, stimmt. Sie haben nicht geblutet. Sie haben leicht verbrannt gerochen. Auch eine sehr interessante Erfahrung, wenn du deine Augen riechst. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das je erleben werde, ist aber genauso passiert und jetzt sehe ich alles in Full HD. Den Satz finde ich ja noch befremdlicher als die Augen könnten bluten, ich habe meine Augen gerochen. wenn das anatomisch auch funktionieren würde, nee, lassen wir das. Lassen wir das. Also gratuliere zu den neuen Augen quasi. Dankeschön. Ist in einem Podcast ja auch wahnsinnig wichtig. Nein, aber für die nächste Reise können die neuen Augen auf jeden Fall ja nur nützlich sein. Die nächste Reise freue ich mich. Zuerst gibt's aber wieder hier im Chill Report Podcast, der zum Online-Reisemagazin www.chill.at gehört, eine Reise für die Ohren. Die kommt heute von mir und du musst ja erraten, woher. Ich habe, glaube ich, schon lange nicht sowas mitgehabt. Der Daniel, mein liebster Gesprächspartner zum Thema Reise, sitzt mir da jetzt via Zoom virtuell gegenüber und er hält Hochprozentiges in die Kamera. So, woher hast du denn das Hochprozentige? Zeig mal das Hochprozentige, Etikett. Das Etikett, bitteschön. Warte mal. Voll ja, edel in Schwarz und Gold. Ich wollte gerade sagen, es kommt ja auf den Inhalt an, stimmt aber nicht nur. Weil je edler das Etikett, also sagt schon noch was oft über die Qualität. Das ist besonders edel, kommt aus dem schönen Osttirol, was heute unser Thema sein wird. Aber oder zuerst sage ich vielleicht auch noch, wer du bist. Ja, sag das mal. Die Claudia ist der Mastermind hinter dem Chill-Report, der Chill.at. Da steht auch dann jede Woche unser Podcast mit den Shownotes. Die Claudia ist furchtbar reisebegeistert. Die Claudia ist hat neue Augen und wohnt, so wie ich, auch im 16. Und trotzdem haben wir uns gefühlt monatelang nicht gesehen, weil nein, wir die Podcast-Folge über Zoom aufzeichnen. Wir haben uns tatsächlich monatelang nicht gesehen. Also und in jetzt, live. Wo der Frühling kommt, werden wir das hoffentlich bald ändern und wieder eine Outdoor-Folge aufzeichnen. Mhm. Aber zuerst diese Folge zum Thema Osttirol. Die könnt ihr dann auf Chill Report natürlich nachhören, wie der Daniel schon gesagt hat, und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bitte liken, kommentieren, teilen, Lob schicken, Kritik schicken. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns, wenn jemand mit uns redet. Und nicht nur wir immer nur zu zweit miteinander, gell? Du, warst du, vielleicht hast du Assoziationen zu Osttirol? Ja, aber das ist eine seltsame Assoziation. Nein, will ich sie nicht hören. Wir nicht mit irgendwelchen schweinischen Sexpuppengeschichten wie aus Prag letzte Woche. Ach so. Nein, es ist eine total unschuldige Geschichte, die hat mit den Malediven zu tun. Ich war da ja vor, ich glaube mittlerweile ist es schon 2 Jahre her, im Hideaway Beach Resort. Und die haben dort Gin aus Osttirol. Und aus dem Nachbarresort, der General Manager, der Herr Wieser, das ist das Lily Beach Resort, der ist Osttiroler. Na, das ist ja mal eine sensationelle Verbindung, die du zu Osttirol hast. Über den Umweg, über den kleinen, über die Malediven. Und zum Thema Weg,
Da gibt es doch auch so einen ganz langen Fahrradweg, der da durchführt. Rautalweg, Genau, genau. über den haben wir im Chill Report ja schon mal geschrieben. Der ist ja auch sehenswert. Aber da endet mein Osttirol-Wissen. Ich Gin muss und gestehen, Fahrrad. mein Gin ist auf jeden Fall immer gut. Fahrradfahren ist in Osttirol auch sehr chillig. Die Drau entlang ist jetzt nicht so ganz. Meins ist mir ein bisschen zu entspannt. Ach du und deine Aber Berge. ja, dort gibt es halt wirklich massig Berge und richtig hohe Berge. Aber ich muss gestehen, bis vor 1, 2, 3 Jahren wusste ich über Osttirol auch noch relativ wenig. Mir war ja nicht einmal wirklich klar, wie das jetzt geografisch so dort ausschaut. Und Ach das so, Spannende ist ja, naja, wo Osten ist oder was war das Problem? ja, weil, ja, naja, wieso Osttirol? Also wie gibt's wo, schon wo es in Österreich liegt, aber dass es ja tatsächlich überhaupt keine direkte Verbindung zu Tirol gibt, sondern dieses kleine Südtiroler Zipfelchen steht ja genauso nach Österreich rein, dass Osttirol eben zwar an Salzburg Zipfelchen, die grenzt. irgendwo reinsteht, aber ich bin die Perverse. Okay, also wenn so über Dreiecken gedacht, dann sei es dir zugestanden, dass du hier perverse Gedanken hast. David, was du meinst? Also, das ist halt wirklich so eine Insel. Ist es eine Insel der Glückseligen? Ist es. Es ist wirklich, finde ich, sehr anders als die meisten anderen Regionen in Österreich, die ich so kenne, und es sind doch einige. Aber es ist schon ein Tick authentischer und ein Tick ruhiger. Also anscheinend die echten Tiroler machen sich ja so ein bisschen manchmal lustig über Osttirol, dass das dort sehr verschlafen sei und dass da gar nichts los sei. Und aber ich muss sagen, also als Urlauber und um dort eine gewisse Zeit zu verbringen, fand genau das herrlich schön. Und Lienz als Bezirkshauptstadt meint natürlich, ist nicht unsere Bundeshauptstadt. Yes, ist Muss dich nicht. enttäuschen, muss dich enttäuschen, Claudia. Bezirkshauptstadt hat schon so ein bisschen südländisches Flair fast, weil es ja eben ja, Richtung Südtirol man sich schon annähert. So fast Voll. mediterranes Ja. im Sommer zum Teil. Und im Hintergrund als Kulisse die Lienzer Dolomiten. Also es optisch macht das wirklich was her. Und auch spannend, was ich vorher nicht wusste, oder wusstest du das? Osttirol ist quasi der Bezirk Lienz. Nein, Mehr das gibt es wusste da ich nicht. nicht. Wie? Das ist nur eine coolere Bezeichnung? Quasi. Weil Okay, das ist aber auch Bezirk Lienz halt spannend. irgendwie so unspektakulär klingt, Ja, schon. haben sich die überlegt, ach, sagen wir doch Osttirol dazu, oder? Ja. Naja, aber so aus Ja. marketingtechnischer Sicht ist das schon sinnvoll, glaube ich. So aus Und ganz offiziell ist es Touristenmarketing. eine. Ja, voll, weil macht halt was her. Ja, Südtirol, Osttirol, Nordtirol. Offiziell ist es übrigens eine Exklave des Bundeslandes Tirol, weil es eben keine direkte Verbindung, also weil sie nicht direkt angrenzen, weil Aber dieses überhaupt Zipfelchen da nicht. reinsteht. Ich sage es gern noch einmal. Und Aber das gar nicht. Zipfelchen ist übrigens das Südtiroler Ahrntal. Nein, gar nicht. Also du musst es wirklich mal auf der Karte anschauen. Ja, Es weil ich grenzt hab doch, das ist schon An zumindest. Salzburg Ja. und dann steht dieses Zipfelchen rein. Deswegen keine direkte Grenze zwischen Tirol und Osttirol, sondern Südtirol steht da so Aber das ist komisch halt rein. auch doof gemacht. Warum hat da nicht irgendjemand gesagt, okay, wir adoptieren euch? Wollte das dann keiner? Du meinst, dieses Zipfelchen wollte niemand? Ja, wer will schon Na, ein Zipfelchen? naja, nicht mit Diminutiv, aber Eben. ich meine jetzt. Na, es sind genau 10 Kilometer. Dieses Zipfelchen ist 10 Kilometer. Hätten wir doch sagen können, ja, sei es drum, Österreich, wir schenken euch das, Ja, oder? genau, ja. Eben. Nein. Eine Ich meine, Prinzipsache. Obwohl, ist sagen wir uns jetzt ehrlich, dieses Südtirol ist eh fast Österreich. emotional schon, finde ich auch. Ja, Also, ja. Gönnt uns das doch. jedenfalls finde ich das allein das schon sehr, macht es eine sehr spannende Region, einen sehr spannenden Bezirk, eben dieses Osttirol. Aber wie spricht man da? Tirolerisch oder eher Salzburgerisch? Ja, Also, wie hört sich es für geht deine schon. Ohren an? Also für mich hört es schon tirolerisch an. Vielleicht nicht Okay. ganz so
so krächzend wie in anderen Teilen Tirols. Also vielleicht ein bisschen mehr Salzburger Einschlag. Spannende Frage. Aber sehr gut verständlich, die Herrschaften dort. Absolut. Mit meinem Englisch durch. Du triffst eh nicht so viele Menschen, außer wenn du im Hotel bist. Oder aber das außer ist ja gut. Wenn du am Trautalweg mit dem Rad unterwegs bist. Aber was hast du dort gemacht? Ja, ich war in meinen geliebten Bergen. Du hast ja heute vergessen, in der Vorstellungsrunde zu erwähnen, dass ich ein Naturbursche bin. Ja, der opernbegeisterte Naturbursche, der in die grelle Forelle klappen geht. Richtig. Ich sollte jetzt auch jede Woche noch so ein Dings hinzufügen über mich, gell? So wie kulinarisch halt begeistert. Ich merke es mir fürs nächste Mal. Aber was hast du dort gemacht, kulinarisch begeisterter Naturbursche mit Drang zur Oper und grellen Forelle? Ja, die zahllosen 3000er bestiegen. Nein, ich habe hab jetzt tatsächlich einen bestiegen, einen über 3000er die Rotspitze. Aber meine Tipps wären doch ein bisschen verträglicher für die, die nicht ganz so hoch hinaus wollen oder können. Gibt zum Beispiel dort den Helm. Der Gipfel heißt wirklich Helm, ja. Okay. Oder wie man bei uns sagen würde, ein Helm. Ja. In Niederösterreich. Mit Ö. Genau. Und da kann man mit dem Auto sogar ganz gemütlich mal bis zur Leckfeldalm. Ja, komm. Du darfst lachen. Also bis zur Leckfeldalm geht's mit dem Auto. Okay. Was auch immer du dort so treibst. Na, und dann geht's, dann sind es noch 500 Höhenmeter und du bist dann am Helm drüben. Oben und schaust nach Südtirol auf die Südtiroler Dolomiten, hast einen wunderbaren Blick runter ins Pustertal, heißt diese Gegend dort bei Siljan, also Startpunkt, sagen wir mal so, wir kommen in Lienz vorbei, fahren dann weiter Richtung Südtirol durchs Hochpustertal und kommen dann nach Siljan, das kennt man vielleicht vom Namen auch noch so ein bisschen, ist ja fast schon vor der Südtiroler Grenze eben, gibt es auch genau. Aber ich glaube, das bin ich ja nicht. Skilift gibt es dort auch, beziehungsweise im Sommer hat jetzt der Lift dann auch wieder offen dort von Siljan. Erschließt das Wandergebiet. Und dieser Helm, also du bist dann quasi genau an der Grenze, dort ist auch der Grenzstein, genau am Gipfelgrat oben. Oh, wie cool. Ist der Grenzstein zu Italien. Du bist mit einem Schritt drüben rüberspringen. Genau. Du stehst mit einem Bein in Italien und mit einem in Österreich. Cool. Und hast halt eigentlich so quasi drei Täler, die dir zu Füßen liegen, plus im Hintergrund die wirklich geil schroffen Südtiroler Dolomiten. Also es ist echt ein ziemlich cooles Plätzchen da oben. Bist du da Zweiter Tipp. Sonnenaufgang rauf? Nein, dort war ich tatsächlich nicht mit dem Sonnenaufgang. Es ist sich nicht ganz ausgegangen. Früh, wie immer, weil ich ein Frühstarter bin, auf dem Berg, was ich nur empfehlen kann. Es ist jetzt mit Frühstarter schon wieder lustig. Man müsste ja wirklich, wir müssten ein paar so Screenshots deines Gesichtsausdruckes in die Shownotes dazustellen, finde ich, in jeder Folge. Na, diese besonders entgeisterten und besonders lüsternen und besonders amüsierten Gesichtsausdrücke. Ich schau begeistert. Begeistert bist. Ja, weil du wolltest ja gerade deinen zweiten Tipp da kundtun. Ja, der zweite Tipp wäre dann ins Wilkratental hinein von Siljan. Kennt man vielleicht auch noch so ein bisschen. Ist nämlich eines dieser ganz ursprünglichen Bergsteigerdörfer. Ah. Inner Wilkraten, außer Wilkraten. Aber was ist ein Bergsteigerdorf? Wohnen da Bergsteigerdorf nur Bergsteiger? Ist einfach ein Richtig, da darfst du nur lachen, wenn du ein echter Bergsteiger bist und ungemein. 5 3000er pro Saison machst. Ungemein. Nein, Bergsteigerdörfer ist eine Vereinigung einfach von besonders ursprünglichen Dörfern in den Bergen, die authentisch sind, die kulturellen Bräuche und Traditionen hochhalten und die eben jetzt speziell, also wo jetzt nicht die Luxus-Wellness-Hotels stehen, sondern eher halt die, also nicht deines, verstehe. Gar nicht wahr. Eben, halt die ursprünglich bleiben und so als Base für die echten Bergsteiger gelten und so sich ein bisschen etablieren. Aber wenn du Bergsteiger sagst, ist das dann eher so eine Region, wo man wirklich so mit Klettergurt und so einem Zeug unterwegs ist? Oder kann man da halt auch als 0815-Wanderer gut Urlaub machen?
Alles, wirklich. Du kannst mit der Familie gemütlich, chillig den Trautalweg zum Beispiel mit dem Rad entlang fahren. Du kannst Ja. als Pärchen, das einfach nur ein bisschen Gipfelfeeling will, eben in Siljan mit der Gondel rauffahren und dort ein bisschen herumspazieren und dir so vorkommen, als wärst du ein echter Bergsteiger. Du kannst gemütliche Wanderungen machen, natürlich gibt es auch jede Menge. Oder eben zum Beispiel der Weg von der Leckfeldalm auf dem Höhm ist jetzt nicht ganz anspruchslos, aber 500 Höhenmeter schafft man auch, wenn man jetzt nicht ganz der Ja. Super-Obersportler ist. Oder du magst eben wirklich einen von den 3000ern. Oder jetzt komme ich tatsächlich zum nächsten Tipp im Wilgratental. Die Kreuzspitze ist 2600 Meter, also gerade noch verträglich, nicht hardcore, aber doch weit oben mit schönem Ausblick. Und du gehst einfach ein irrsinnig langes, wunderschönes Tal entlang, einen Bach Ja, aber entlang, irgendwann wenn muss ich du. ja auch rauf. Naja, das ist in dem Fall tatsächlich, es geht sehr lange gemütlich. Lass mich noch gleich auch den Jahreszeitentipp, also Juni, wenn dort die Wiesen so richtig blühen mit unzähligen Blumen. Juni. Juni, herrlich. Mitte Juni ist dort meine Lieblingszeit. Und es geht wirklich lang, diesen Bach zwischen den Wiesen. Du hast die Gipfel schon um dich. Und ja, das letzte Stück, die letzte Stunde vielleicht bisschen anstrengend, so rauf die klassischen Serpentinen. Aber die Stunde zahlt sich einfach sowas von aus, wenn du oben stehst und ins Wilgratental runterschaust und eben die 3000er-Gipfeln um dich hast, auch von dort wieder rüberschauen kannst, zu den Südtiroler Dolomiten. Klingt auf jeden Fall sehr cool. Aber ich habe es Wenn ja man halt lieber, bisschen bergaffin ist. ja, also ich habe es ja irgendwie ein bisschen lieber, so wenn es zuerst ein bisschen hoch geht und dann wieder ein bisschen gerade und dann wieder ein bisschen hoch und wieder ein bisschen gerade. So. Also es gibt so Menschen, ich glaube, das ist aber Lebenseinstellungssache, oder? Ob man es mehr mag, wenn es dann halt am Schluss steil, aber kurz bergauf geht oder ob es so über den ganzen Verlauf sie immer ein bisschen, weißt, ob man jetzt die Ja. Anstrengung auf einmal will oder zwischendurch immer mal wieder ein bisschen. Verstehe ich. Ist Voll eine philosophisch. Lebenseinstellungssache. Ja, Wirklich absolut. philosophisch. Also ich habe sie am liebsten 4 Stunden durchgehend nur steil. Was Du hast sagt das ja auch über die Wa meine Psyche aus? Du hast Waden Ja, auch aus die Waden aus Stahl. Stahl. Mit den Wie gut, dass Stahlstutzen, du das das jetzt ist. sagst. Ja. Das stimmt natürlich, ja. Aber jetzt Das habe ich mich so Edelstahl. verausgabt. Ja, Edelstahlstutzen. Jetzt habe ich mich so verausgabt und bin da diese Berge hochgestiegen und dann halt auch wieder irgendwie hinabgekommen. Wie schaut es denn kulinarisch aus? Ja, in Tirol, was soll ich da sagen? Ich stehe halt auf dieses deftige Hüttenessen. Das ist halt einerseits sowas von klischeemäßig. Zuerst das Knödel, Kröstl und dann den Kaiserschmarrn. Ist jetzt ja, Aber kriegt Kaiserschmarrn man ja ist. nicht. Ja, ist jetzt nicht das Allertypischste, das jetzt nur für Osttirol steht. Gibt's Aber du was, was nur findest für halt, Osttirol steht? ja, sind nicht diese Schlutzkrapfen? Ne, sind kärntnerisch, gell? Du weißt, ich und Kulinarik, ich bin ja auch happy, wenn ich einfach am Berg Scheiß. meine Cabanossi mit habe, die Kaminwurzen, gell? So. Und ein bisschen an Speck, ein trockenes Speck ist Brot. super. Nein, bin ich voll bei dir. Aber es Da eine gibt dort lustige schon Anekdote. Traditionelles. Ja, bitte. Meine Kulinarik-Anekdote ist eines der Hoteltipp dort wäre die Dolomitenresidenz, Sporthotel Silian. Und da bin ich eben auch mal zu sehr, sehr früher Stunde aufgebrochen und musste mir am Vorabend demnach noch kurz in der Küche bei den netten Herrschaften vom Küchenpersonal so eine Art Bergsteigerjause halt organisieren. Ich war eigentlich zu spät dran, das hätte man früher anmelden müssen. Und die haben halt wirklich ihr Bestes getan, haben ja versucht, was zu organisieren, haben sie auch geschafft. Allerdings mit dem Gepäck war es nicht mehr so leicht. Es waren jetzt keine Semmeln mehr da oder sonstiges, kein Brot. Jetzt habe ich 2 riesige Baguette mitbekommen. Wirklich? Also bin ich tatsächlich wirklich mit meinem riesigen Baguette im Rucksack auf den Berggipfel Schade, raufgestapft. dass du jetzt dieses im Rucksack dazu gesagt hast, weil ich habe mir das gerade so So vorgestellt. unterm Arm eingeklemmt, Ja, meinst du? so wie der typische Franzose heute, ja, auch immer sein Baguette herumträgt.
Ja, an sehr dem cool. Tag hatte ich natürlich auch mein Franzosen-Kapperl auf und nicht mein Sportcappy, damit es dazu passt cool. vom Outfit. Ja, natürlich. Und so ein quergestreiftes T-Shirt, so blau-weiß, gell? Ah, richtig, genau, ja. Und dann hast du allem Bururu gesagt und dein Baguette ein bisschen so herumgewedelt. Ja, aber hast du dann genau. quasi 2 Meter Baguette gegessen, als du da dann oben am warst? Am Gipfel, ja. Mhm. Also nicht alle 2 Meter. Aber ursüß, oder? Ich mein... Vollherzig, ja. Also so richtig bemüht und ja. allein die, eben die, dieser Wille, mir was Gutes mitzugeben, ja. ist schon so herzig. Ich finde auch. Richtig cool. Schon cool. Und wenn man jetzt nicht bergsteigt und nicht Rad fährt, also in dem an Mountainbiken ist dort genauso und wandern. Und genau, also. Aber es ist schon sehr naturbasiert, alle Aktivitäten, die man dort macht, oder? Also es ist schon für die Aktiven die richtige Region. Absolut, es gibt auch wirklich dezidiert viele Laufstrecken. Mhm. Also ich meine, das sagt ja, jede Region sagt natürlich, man kann ja, viel Auto machen. Ja, und laufen kann man überall. Aber tatsächlich legen die dort zumindest einen Schwerpunkt drauf. Ja, gerade das ist schon nett, wenn das irgendwie angeschrieben ist und... Mhm. Es gibt auch Klettersteige, weil du vorher so Hardcore-Klettern mhm. erwähnt hast. Also man kann mhm. natürlich auch Hardcore-Klettern gehen. Es gibt aber auch schöne Einsteiger-Klettersteige, wenn man das mal probieren will. Wenn man ein bisschen so eben dieses City-Feeling mit ein bisschen mediterranem Flair im Sommer haben will, mhm. fährt man halt entweder nach Lienz oder du fährst halt das Stück rüber nach Südtirol. Ist ja auch eine mhm. Möglichkeit. Ist ja dann auch nicht mehr weit. Mhm. Ja, und natürlich relaxen, chillen, entspannen im Hotel geht natürlich auch immer. Ja. Also es ist irgendwie schon cool, wenn man sich dort was sucht, wo man so eine Homebase hat und von da schwirrt man dann jeden Tag aus. So. Genau, also ist von der Größe Osttirols, ja, machbar würde ich auch nicht sagen. Lienz ist immerhin der 5. Bezirk Österreichs. Echt? Also so klein ist es jetzt dann auch dort nicht, aber angenommen, du bleibst jetzt im Pustertal, Hochpustertal, mhm. dort gibt es ja auch schon genug zu unternehmen. Mhm. Dort dann die Base zu haben, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Die Dolomitenresidenz hat zum Beispiel einen echt coolen Naturbadeteich, wo du dann auch im Teich deine Runden schwimmst, auf die Gipfeln schaust. Mhm. Können wir was in die Shownotes dazu stellen? Voll nett. Ja, und Leckfeld, und Sie dürfen ich sag den Namen gerne nochmal. Ja, sag's nochmal. Auf der Leckfeldalm lässt sich absolut gut auch speisen. Also man muss ja dort nicht mit dem Auto rauffahren. Man könnte ja rein theoretisch sagen, du wanderst von Siljan zu Leckfeldalm mhm. und hast ja dann dort deine wohlverdiente Jause rein. Aber weißt du, könnte es vielleicht sein, dass einem das Essen halt einfach deswegen auf so Hütten immer so gut schmeckt, weil man das Gefühl hat, man hat es irgendwie verdient? Schon, absolut. Oder? Ja. Für mich gibt es ja da im Urlaub in den Bergen kein Halten, was Essen betrifft. Jeden Abend Schnitzel, klar, mit Pommes, natürlich, habe ich mir verdient. Und vor eine Kasperlsknödelsuppe, auf jeden Fall. Cool. Also ich bin auch überzeugt davon, dass wir es uns verdient haben. Du und ich. Ja, denke ich auch. Schon, oder? Ja. Also das klingt schon so, als hättest du damit so eine kleine Herzensregion gefunden. Absolut. Ich liebe ja Österreich generell, wie du weißt, aber mhm. Osttirol ist echt ganz weit oben, weil mhm. du hast eben genug Infrastruktur. Ich meine, muss man auch dazu sagen, ist in Österreich ist man ja überall verwöhnt mit Berginfrastruktur. Es ist alles perfekt angeschrieben. Du hast ja auf quasi jedem Gipfel gibt es echt gute Pfade rauf. Selbst wenn du jetzt keine Bergfex-App oder sonstiges mhm. gerade hast. Aber es klingt Österreich halt so viel gemütlicher als jetzt irgendwie... Ja, die Regionen, die man eh so oft hört. Eben, wenn ich jetzt beispielsweise denke an Saalbach. Man kann in Saalbach wunderbare Wanderungen machen, auch mhm. im Sommer, sodass du gar nicht allzu viel mitkriegst von den Skiliften und den Skipisten mhm. und sonstigen Skitourismus-Infrastrukturgeschichten. Aber in Osttirol gibt es halt davon einfach deutlich weniger. Mhm. Deswegen hast du halt einfach deutlich mehr Natur. Mhm. Also ich finde, in manchen Regionen kann man es ganz gut ausblenden und es gibt super schöne Plätzchen, aber in mhm. Osttirol ist einfach schon mal die Basis halt tatsächlich authentischer. Manche mhm. mögen wirklich vielleicht sagen langweilig. Mhm. Für mich ist es einfach Natur jetzt pur. Oh Gott, scheiße, jetzt sind wir in dem Alter. Sind wir in dem Alter. Oh Mann. Okay, nächste Folge reden wir dann bitte über das Nachtleben in Barcelona. Damit okay, können wir gern machen. Kann ich dort gibt es ja wieder Nachtleben. Wirklich?
wie die, da war ja gerade eben das Testkonzert mit 5000 Menschen. Ah, ja, stimmt. Stimmt. Und gestern jetzt das Ergebnis, dass es offensichtlich keine Corona-Infektionen gab. Sehr cool. Ich gönne es Ihnen. Was für mich ja irgendwie ja, naheliegend ist, wenn sich vorher alle brav testen. Könnte natürlich noch immer was passieren mit falschen Testergebnissen, aber ist ein Hoffnungsschimmer, finde ich, dass in Barcelona ist ein Konzert indoor wohlgemerkt mit 5000 Leuten. Ja, wir sehen ja jetzt auch langsam Hoffnung und Licht am Ende des Tunnels in Österreich. Also ich freue mich schon, wenn wieder alles aufsperrt. Ich freue mich auf wie mein oft Osttirol. Kann man spazieren gehen und ja, na wurscht. Ja. Wir sind durch mit Spaziergängen. Wir sind komplett durch. Du zelebrierst deine Wien-Liebe-Spaziergänge schon nach wie vor. Ja, schon, aber da wollte ich dir eh was dazu erzählen, weil du hast doch einmal in einer Folge, in unserer Wien-Folge, hast du ja geredet vom Nussberg, oder? Dass man da halt eben, da seid ihr im Jänner rauf Sonnenaufgang anschauen. Leopoldsberg. Nein, du hast recht. Wir waren am Himmel. Wir waren am Himmel zum Sonnenaufgang. Ach so. Gut gemerkt. Ja. Am Himmel. Aber das ist ja das ist zwischen Kahlenberg und Leopoldsberg. Ja. Okay. Oder? Aber ich war ja am Nussberg am Wochenende. Ich habe deine Postings gesehen, sehr schön. Von Otterkring bis dahin, also bis rauf, sind es bis zum Weingut Wieninger, sind es genau 12 Kilometer. Und das ist halt auch sowas, gell? Du sitzt dann im Weinberg auf der Decke, trinkst Wein und hast du so das Gefühl, Alter, ich habe mir das jetzt echt verdient. Also, du schmeckst gleich. Also, 12 Kilometer, also ist voll verdient. Schon, gell, ich finde auch. Da war sie 3 Stunden fast unterwegs, oder? Nein, 2 Stunden 22. Sehr hallo, sind wir Sportler. Guter Schnitt. Und am Ende des Abends, der sehr lustig war, entstand mein Satz der Woche, für den ich nicht dachte, dass ich ihn hören werde. Magst ihn hören? Unbedingt. Es sind eigentlich zwar der erste Wort, du leuchtest. Waren es schon die eintropfenden Augen? Nein, ich habe so einen Sonnenbrand im Gesicht bekommen. Also man sieht es ja eh nur. Sonnenbrand im April aus dem Weinberg. Also Sonnenbrand im April habe ich schon öfter gehabt, aber noch nie in Österreich aufzahlt. Aber am vergangenen Wochenende war es soweit. Und die zweite bemerkenswerte Erkenntnis, die ich als Survival-Tipp hier gern mit unseren Hörern und Hörerinnen teile, keine Pizzeria der Stadt liefert auf den Nussberg. Das ist ewig schade. Ja. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie gern ihr Pizza gehabt hättet in dem Moment, oder? Ja, weil der Heurige hat schon zugehabt. Da war es schon geringfügig nach 18 Uhr. Und dann ist halt doch der Hunger irgendwann einmal gekommen. Oh, und wenn man den einfach nicht stillen kann, bitte. Na, aber der Rest klingt ziemlich genial. Es war super. Du, aber was war denn dein Satz der Woche? Ja, die Augen. Ich habe die Augen gerochen. Ist schon ziemlich geil. Also, ich bleibe noch bei den Augen für diese Woche. Okay. Und ein Schlusswort? Ja. Dein Schlusswort? Auf wie auf dem Berg. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.